Als Bulgarien und Rumänien 2011 die Mitgliedschaft im Schengen-Raum beantragten, lehnte der EU-Ministerrat ab. Unter anderem Deutschland und Frankreich äußerten sich besorgt über Mängel bei Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit. Plötzlich nun unterstützen Macron und Scholz den Beitritt beider Staaten als auch Kroatiens, obwohl laut dem Korruptionsindex von Transparency International Bulgarien, Kroatien und Rumänien in den letzten 10 Jahren keine Fort-, sondern Rückschritte bei der Korruptions- und Kriminalitätsbekämpfung gemacht haben. Wieso also jetzt grünes Licht? Der Grund scheint klar. Mit ihrem neuen EU-Migrationspakt plant von der Leyen, für Migranten neue sogenannte sichere Zugangswege in die EU zu schaffen, die ihnen den gefahrvollen Seeweg ersparen. Der bulgarisch-türkische Grenzzaun war bislang ein effektives Hindernis. Doch künftig sollen Migranten an der EU-Außengrenze direkt nach Nord- und Mitteleuropa umverteilt werden. Durch Bulgariens Beitritt zum Schengen-Raum können Nicht-EU-Bürger, sprich Migranten, dort in Bulgarien zudem Schengen-Visa erhalten, um sich nach Ablauf ihres Visums illegal in abschiebungssicheren Staaten wie Deutschland öffentlich alimentiert niederzulassen. Statt Schengen um 3 korrupte Mitgliedstaaten zu erweitern, sollten wir Schengen schleunigst überdenken. Wir brauchen 2 große Reformen. Erstens die Erweiterung des Schengen-Binnengrenzkontrollen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dies ist rechtlich unbedenklich. Und zweitens einen effektiven Schutz der EU-Außengrenze. Denn was Sie hier planen, sind keineswegs Reiseerleichterungen, sondern neue, bequeme Zugangswege für die Masseneinwanderung des Bevölkerungsüberschusses des Orients und Afrikas. Colleague Beck, there's a blue card. Kollege Beck, Sie haben eine blaue Karte bekommen von dem Kollegen Marius Podos. Also wir fragen gar nicht, ob Sie akzeptieren, Sie bekommen die blaue Karte von meinem Kollegen. Weil ich kenne Ihre Sprache, ich weiß nicht, ob Sie meine Sprache kennen. Und ich will, dass Sie sich und Ihr Kollege Ril an uns, an den rumänischen Volk, dass Sie ein bisschen, weil Sie uns beleidigt haben mit Ihren Worten. Es ist unglaublich, was Sie und Ihren Kollegen Ril heute uns, dem rumänischen Volk, gesagt haben. Es ist Unverschämtheit. Und sowas kann ich nicht von einem Deutschen sehen. Ich bin in der deutschen Kultur aufgewachsen und solche Töne gab es nicht in meiner Erziehung. Ja, ich weiß nicht, was hier beklatscht wird, denn mir war die Frage nicht ganz klar. Hier war von Beleidigung die Rede. Soweit ich mich erinnere und hier meine Notizen überblicke, habe ich im Wesentlichen 2 Dinge gesagt. Erstens, dass der Beitritt Rumäniens und Bulgariens die Masseneinwanderung begünstigen könnte. Das scheint mir außer Frage. Zweitens habe ich gesagt, dass Rumänien und Bulgarien weiterhin korruptionsanfällig sind. Ich berufe mich dabei auf Transparency International. Ich wünschte, es wäre anders und ich würde dieselbe Kritik gegenüber jedem anderen Staate üben. Ich hatte also nicht ganz besonders Bulgarien und Rumänien im Sinn, aber die Informationen, die ich fand, scheinen leider meine Aussage zu unterstützen. Ich wollte nicht beleidigen und es tut mir sehr leid, wenn Sie das so auffassten. Vielen Dank.